Herzlich willkommen bei Padouts. Mein Name ist Nico. Mein Name ist Anja. Wir spielen Splatoon Folge 7 und hatten in den letzten Folgen unseren Tintenkleckser, wie hieß es, Tintenroller verwendet. Mhm. Und haben jetzt, weil wir Stufe 6 sind, uns gedacht, kaufen wir uns mal so ein Galon-Ding und schauen, wie das jetzt mal online funktioniert, ob wir das hinkriegen oder nicht. Ja, ich bin immer noch einer mit den niedrigsten Leveln online. Wie soll es auch anders sein? Ganz ehrlich, wer ist denn jetzt schon Stufe 20? Das Spiel ist gerade erst rausgekommen. Leute, ihr seid alle krank. Ja, die haben wahrscheinlich, seitdem es rauskam, jeden Tag gespielt. Ja, krank seid ihr. Schnorchel. So. Na, dann fangen wir an. Ist ungewohnt, wie wenig ja, du einkerbst. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich so an diesen Roller jetzt schon wieder gewöhnt. Aber mal gucken. Vielleicht finde ich hier noch Gutes dran. Er hält halt länger. Ja. Oh, ich habe Grace erledigt. Guck mal, wie er da oben hängt. Wie so ein Arschloch. Cool, hier schauen auch Kinder zu. Nicht mehr lange. Ist der neue wo ja nicht einsetzt zu meinen Typen da oben? Ja, ist er denn noch da oben? Ich weiß nicht. Nee. Wow, das war knapp. Wenn du noch springst wie so ein Mädchen. Hallo. Ja, es ist gut, mit dem Roller ist man halt einfach durchgerusht. Hm. Hier ist man mit den Kämpfen wahrscheinlich ein bisschen besser bedient. Man nicht so oft stirbt oder so. Ah. Ah, hier ist ja schon alles. So, Grace. Mal wieder. Ist eigentlich nur andere Gegner? Ja, Tora Libra gibt's noch. Weiß, sie sieht schon wieder schlimm aus. Momentan würde ich aber sagen, ihr seid vorne. Da schon wieder. Alles voll gekleistert. Oh, oh. Wo ist der? Ach da. Komm die doch. Mann! Ich wollte gerade meinen. Super! Ja, genau. Wie heißt das Ding nochmal? Heulbojo. Mein Heulbojo, genau. Ah. Cool wäre auch noch, wenn man während des Kämpfens die Waffe wechseln könnte. Ja, aber das wäre, glaube ich, zu overpowered, wenn man das auch noch könnte. Dann wärst du ja auf alle Situationen gefeit. Wow. Das war ein bisschen doll knapp. Fährt das Ding dann ein? Ja. Oder? War nicht so richtig, ne? Ich dachte, dass ich jetzt hier alles bunt mache damit. Dachtest du. Ja. Aber also, den war nicht so. Momentan seid ihr gut dabei. Zehn Sekunden noch. Ah. Ja, dann kann ich hier noch ein bisschen Boden gut machen. Da kommt eh keiner hin. Machst du? Und da unten ist noch ein bisschen blau. Oh, hast du rechts den Roller-Typen gesehen? Da wollt ihr noch richtig einen wegrollen. Welche Farbe hatten wir? Orange. Ja, gewonnen. Sieg. Sehr gut! Plus 300. Schnorchel. Oh, was? Hm. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass es so gut war. Ich dachte, ich war eigentlich recht medium. Ja, 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 ja. Nee, aber mit dem Galon-Ding kann man arbeiten. Das ist okay. Damit lässt sich was machen. Flotte Sprotte. Plus 2. Ich meine, ich färbe mit dem Roller zwar an sich schneller was ein, aber dafür ist, glaube ich, meine Sterbfrequenz viel höher. Deine, mag auch an meinem Spiel. Deine Sterb? Meine? Deine Tötungs. Nee, wann ich sterbe. Also die Frequenz ist höher mit dem Kleckser, weil ich ja mehr reinrushe. Schon wieder so ein Level 20er. Oder ist es noch der gleiche? Waren wir eben schon mit Kip im Team? Gute Frage. Ach, schon wieder die Nautilus. Eieiei. Plump. Oh, diesmal lila. Evolution.
Ich meine, hier könnte ich mir auch vorstellen, dass wir später mit Updates dann halt neue Waffen, vielleicht auch einen neuen Charakter, dass es nicht nur Mann und Junge gibt. Mann und Junge? Habe ich echt Mann und Junge gesagt? Ja. Frau und Mann, Junge und Mädchen. Mann und Junge. Ja, richtig, da habe ich wieder geglänzt. Ja. So. Ey, was soll das hier werden? Ja, gut, er hat das schon erledigt. Hier ist so ein bisschen Farbe, das will ich nicht. Nein, das möchte ich nicht. Nein, ihr kriegt mich nicht. Ein bisschen verziert, glaube ich. Ja? Das hatte ich mir anders vorgestellt. Das haben uns alle anders vorgestellt. Denn los mit euch! Ist da gerade echt zwei getötet? Nee, der andere lebt noch. Oh. Der andere labt noch. Labt. Genau. Lebte? Eins. Oh! Genau in seine Kackmine rein. Scheiße. Oh, hier ist noch ein bisschen. Also momentan seid ihr noch vorne. Noch. Das kann sich manchmal echt richtig schnell hier drehen. Ja. Hast du gerade die Dings gemacht? Nee, ja, du hast den Heulboy. Warum hat er jetzt einen Ball hingebaut? Ne, ich hab einen Ball. Die Heulboy ist mein Oberspecial, aber der Ball ist mein normales Item. Oh, der hat mich geschützt, der Ball. Deswegen heißt er auch Ball. Nicht Dusche. Ja, Tora Libra. Oh, pass auf, das ist ein Schneiber. Was ist hinter dir? Das sind auch Dinge, womit du hochfahren kannst, das weißt du, ne? Ja. Ja, da hättest du bei Schmuck fahren können, bist du schnell gewesen. Ach, lass mich doch in Ruhe. Nein! Yes! Oh, hier ist ja alles voll. Ich will das immer so fein säuberlich, aber es ist echt schwierig. Nein! Scheiße, ey. Das ist den Ball immer gemacht. Ja, ich habe gerade auf R gedrückt, also. Aber guck mal, wie viele Skills der schon hat. Hier ist so ein bisschen was, aber auch nicht so viel. Dann wird meine letzte Handlung. Ich habe ihn. Ich habe Tora Libre noch getötet. Oh, irgendjemand hat mich noch ins Visier genommen. Ja. Aber wer? Ich glaube, haben wir gewonnen? Solltet gewinnen. Wir haben gewonnen! Yeah! Sehr gutes Team. Oh, der Klecks, die McKlecksflex war wieder sehr gut. Nee, aber mit dem Team lässt sich das gerade ganz gut aushalten. Verhext. Nein, Nico, du darfst natürlich weitersprechen. Dankeschön, wäre irgendwie blöd, wenn ich im LP nicht mehr reden darf. Sonst wäre ich verflucht! Nein! No. Oh, guck mal, Flotte Sprottel 3.0. Ja, deswegen hast du jetzt auch so viele Punkte bekommen. Aber das halbe Team ist jetzt irgendwie weg. Ja. Jetzt nochmal den Pankasio Skatepark mit der neuen Waffe testen. Aber ich bin zufrieden mit dem Galonen-Ding. Ich glaube, damit fühle ich mich fast wohler. Felix! Und Ash Ketchup! Ketchup? Ja, yep, Ketchup. Ash Ketchup. Ab geht er. Aber es geht jetzt gar nicht mal mehr so schnell mit dem Level steigen. Da frage ich mich echt, wie manche sonst das für ein Level schon haben. Ja, seit wann ist das Spiel draußen? Freitag? Ja, ich glaube. Ich glaube, diesen Freitag, der jetzt war. Sind ja 3 Tage zwischen. Ja, aber ganz ehrlich, an 3 Tagen Level 20, was los? Ja, aber guck mal, wie wenig hast du jetzt gespielt und du bist Level 6. Was? Wenig? Ich habe schon voll viel gespielt. Ja, ich meine jetzt an Stunden. Ja, gut. Das waren vielleicht effektiv 3. Ja, wo nehmen die denn alle die Zeit her? Ja, wenn die irgendwie 5, 6, 7, 8 Stunden am Tag sitzen und zocken, ist doch klar, dass die schon Level 20 sind.
glaube, in der Kampagne kriegt man ja nichts, ne? Was leveltechnisch ist. Ich sehe dich. Ich auch. Was hat mich denn jetzt getötet? Ja, da oben rechts. Ach so! Ah nee, doch nicht, der Klecksroller hat dich getötet. Aber der oben rechts hat quasi... Der Klecksroller schien mir noch so weit weg. Hat dir noch geholfen. Oder ihm. Dich zu töten, so. So, das. Galonendeko. Mhm. Oh Gott, links ist schon richtig orange. Ja, der linke Flügel ist ziemlich fruchtig. Ja, okay. Das war jetzt klug. Ja, lass mich. Mensch, Hugo, da hast du wieder geglänzt, ne? Ja, ich dachte, wenn er da durchrennt, dann stirbt er vielleicht. Nope. Vielleicht Schaden dabei sterben. Oh Gott, hier sieht's schon wieder aus. Die Runde haben wir sowas von verloren. Was ist das denn, Alter? Ich war sofort tot. Willst du mich verarschen? Profi-Kleckser, ich Profi-Klecks dir gleich eine. Da spritzt schon wieder so ein Verrückter rum. So. Oh, Alter, wo kommt die denn da runtergejumpt? Naja, der hat so ein Kreissymbol gesetzt, damit jemand da sofort mit so einem Supersprung hinspringen kann. Das ist halt so ein Skill. Ey, was macht er denn da? Du kommst nicht so weit. Nee. Ball. Nö. Oh Gott, Mann. Das ist so ein bisschen unsauber, das hier alles zu bekleksen. Nein, geh dann in die andere Richtung, du Volltrottel. Meinst du mich? Nee, der andere. Ja, ich guck nicht, dass das getötet hat. Nee. Oder? Nee, da ist er noch. Nee, ich glaube, ihr habt zum Schluss habt ihr ganz schön viel eingebüßt. Glaube ich auch. Also lass uns überraschen. Nein! Ach man. Nein, nein. Es geht dein Multiplikator wieder runter. Ja. Ja, wir waren alle eher so Medium, ne? Ja. Arr, arr. Arr, Bock. Ja, komm, du hast dich genug aufgeregt. Kampf fortsetzen? Nein. Spielen wir nochmal eine Solo-Mission? Ja. Ja. Hat man denn da immer die Waffe, die man auch Multiplayer gewählt hat? Ich denke mal, weil die hast du ja gekauft. Gähnst du gerade? Nee. Oh. Gibt's ja wohl nicht. Nur ein bisschen. Boah. So, den hatten wir schon. Den hatten wir auch schon. Hatten wir erst zwei Maps gespielt? Ja. Dann machen wir hier die dritte. Weißt du jetzt eigentlich schon, wo man nur die Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe noch keine gesehen. Oh, guck mal, da sind so eine Bubbles drin. Mitten im Baum. Oh, das ist aber auch schmutzig hier, Leute. Ja. 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 Checkpoint. Aber hier so drüben in der Ecke haben sie nichts platziert, ne? Komm, du Otto. Pam, pam, pam. Echt jetzt? Ein bisschen. Ah, hier muss ich weit springen. Yep. Nur. Checkpoint aktivieren. Baum einspritzen. Oh. Aus wie Dragon Balls, oder? Ja, so ein bisschen. Wop. Yep. Oh. Ah. Aha. Was ist das, ein Item? Ja, so eine Ach ja, so ein Ausrüstung. Schutzpanzer wieder. Was ist das? Ah, hier ist noch eine Kiste, nicht, dass ich die vergesse. Ja, der Solo-Modus ist eigentlich auch ziemlich cool. Oh nein! Was jetzt, wenn ich tot bin? Ja, letzten Checkpoint. Wenn du in einem Seja-Punkt loslässt, fällst du runter, ja. Okay.
Das ja, ist die letzte Dusel jetzt von mir. Boah. Wupp. Ist hier noch irgendwie eine Kiste am Boden? Ne. Wupp. Was ist das? Ich weiß nicht, eine Dose. Fisch. Ein Tinsuka. Okay. Boah. Oh, ich wollte gerade die Tinsuka verwenden, aber irgendwie. Boah. Ach, der hat das richtig so Tornado-mäßig, dass das... Okay. Aha. Das ist natürlich geil. Vom Held für ein paar Schuss, also ich glaube online ist das gar nicht so schlecht. Nur. Wow. Der erinnert mich ein bisschen an Mario Galaxy, da bist du ja auch immer von Einzelpunkt zu Einzelpunkt geflogen. Oh, oh, Octocopter. So, den haben wir. Octo. Aber ich meine, wenn du jetzt hier so einen Klecksroller hast, dann kriegst du ja manche ferne Gegner gar nicht gut, ne? Oh, guck mal. Ja, da oben ist ein Dings. Ah, dann muss ich erstmal hier hoch. Wo? Huh. Oh mein Gott, da ist er. Wie soll ich denn... Ja, wahrscheinlich wirklich mit Schmackes rüber und... Ja. ...hoffen. Ich mach dann das hier nochmal voll. Ja. Und. Wow! Yes! Okay. Wir haben unsere erste Scharriftrolle. Scharriftrolle. Da links hier. Ja. Achso, es geht hoch. Und runter. Ja. Ah, da ist sonst weiter nicht. Oh Gott, die sehen aber verrückt aus manchmal. Ja. Ach, du warst schluck auf. Warum hast du den denn jetzt? Weiß nicht. Hör mal auf damit. So, ich gehe hier hoch und dann werden die von oben erledigt. Allererste Kajüte. Zerflutscht. Ja. Wie cool das aussieht. Ja. Checkpoint. Der Elektrowels ist ganz in der Nähe. Er kann ihn spüren. Wupp. Wow. Bisschen einmal voll spritzen. Und kaputt machen. Sei vorsichtig, diese Octobomber sind gemein. Oh, jetzt hattest du voll den Tarnlos. Eine Bazooka? Boah, ich stehe in dem Pack drin. Ja. Yay. Ja, war ja machbar mit dem Octobomber. Jo. So, ist das hier voll? Ja. Kann ich hier hoch? Oh. Da unten ist weiter nichts. Einmal die Map einsauen. Oh, knapp. Oh, da ist der Welt. Yay, Elektrowels. Flugschau der Octocopter. 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 Er sagt das mal dreimal schnell hintereinander. Bloß nicht. Aber guck, wir haben so ein Ding gefunden. Diese Maschine scheint den Octarianern als Fortbewegungsmittel zu dienen. Doch, sie ist innen leer. Wie bewegt sie sich? Vielleicht durch harte Arbeit und pure Willenskraft der Octarianer? Hm. Okay, das ist dann ja ähnlich wie bei Kirby, was wir Zeit spielen, kriegst du auch mal so Tagebucheinträge. Oh Gott, ein Teekessel geht auf. Tada! So, was kommt dann hier? Ich weiß nicht. Octopressor macht Druck. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das in der nächsten Folge an. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann like doch fleißig. Teilt, kommentiert und abonniert. Genau. Tschüss. Tschüss.